Ich bin wieder da! Ja! Er ist ich wieder da. Okay, na du hast irgendwo in einer Stuff Lounge oder so versteckt. Letzte Runde, würde ich sagen, für heute, ja, weil ich hab dann voll haben wir Hunger. Mal, haben wir eine ordentlich volle Runde auch mal gehabt. Ey, die länger als eine Stunde gehalten hat. Dann sollten wir aber nächstes Mal die Mods irgendwie runterladen. Also irgendwie das. Ja, ach so. Ja, aber ich würde gerne das mit Ingame sprechen. Das ist lustiger. Ja, das, ich finde es auch geil. Das ist lustig, ja. Könnte man das nicht auch folgen? Nee. Auf die letzte Runde. Dann können wir das nächste Mal vielleicht Prost! Curry Gang Discord machen, das muss dann offiziell machen. Okay, dann. Let's go. Du hast die Idee. Und ich bin nicht Imposter. Schon kann wieder ich nicht. Ich gerne einladen, aber gut. Ja. Ich hasse das. Aber hey, ich hab's geschafft. Cool. Ins Lager. Hallo? Danke. Refuel. Ich kann auch getötet werden. Was hier in der Nähe ist? 360 Grad Celsius. Es ist fast so heiß wie die Sonne. So. Der arme Dennis, was macht ihr mit dem Arm? So, also, Hyper Fluff hat gerade Dennis getötet. Erzähl. Kann ich nicht bezeugen, Hotwot. Doch, da, ich kann es bezeugen, weil ich habe Dennis gesehen, er liegt nämlich unter Edmund. Dann habe ich mich oben in Edmund kurz versteckt, so just for fun. Und dann habe ich auf einmal den Namen Hyperfluff da langlaufen sehen. Ja, stimmt, und bin wieder hinter Edmund langgegangen und auf einmal lag Dennis tot da. Ich habe das nämlich genau andersrum gesehen. Dann müsste also für mich ist von Akira getötet worden für sein. Für mich ist es Hyperfluff, außer wir haben einen Shapeshifter, aber da ja. Okay, warte, wo war der Körper? War also der Admin, aber Negon müsste meiner mal ganz Meinung kurz. Nach in Laboratory Steven, irgendwo kommen. Warte mal ganz kurz, redest du von Negons Körper? Dass ich der ein Admin war? Negons Körper, ja. Nein, weil, ich rede hier von Shaikos Körper. Ja, aber warte. Der Grund, warum ich das sage, du hast ja gesagt, dass Shaikos Körper in Admin lag. Hyperfluff kam zu dem Zeitpunkt, darf ich ganz kurz? Ja. Hyperfluff kam nämlich, als ich aus Laboratory raus bin und Office gehen wollte, mir entgegen. Das heißt, in den Laboratory waren Hyperfluff, Akira und Negon. So, Hyperfluff, wenn du, Hotwot, Hyperfluff gesehen hast, wie er Shaiko getötet hat, dann kann ich mir sehr stark vorstellen, dass du weg bist. Hyperfluff aus unbekannten Gründen das Spiel verlassen hat. Und ich das hat sich jetzt auch erledigt, schön. Das hat mich erledigt, sehr nice. Akira könnte, das ist jetzt aber nur ein Verdacht, ob ich kann es nicht bestätigen, ich habe keine Beweise. Ich war nicht mal in der Nähe von Admin, tut mir leid. Aber du warst oben im Laboratory. Ja schon, aber ich bin dann nach unten durchgelaufen. Hyperfluff, kurze Frage, warst du das jetzt? Weil du bist ja raus. Nein, war ja nicht. Ich bin wieder da jetzt. Nee, der ist rausgeflogen jetzt. Ja, ich bin kurz disconnected. War jetzt die Frage an mich? Ja, war an dich. Ja, ich war Imposter. Ja, sag ich ja. Er hat gerade Dennis gekillt. Ich ist der zweite Akira, weil... also das ist nur ein Verdacht, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Dennis hat die Spinne als Haustier. Shaikur. Es kann... Ja, nee, ich war ja gar nicht bei Admin. Das kann ja gar nicht sein. No. Ja, aber es geht jetzt gerade um Negon. Bei Negon müsste höchstwahrscheinlich ein Laboratory oben gelegen haben. Das ist mein Verdacht. Ja, mal im Imposter, da kriegt der Internet ab. Doch, so du warst ein Laboratory. Ja, aber ich bin nach unten durchgelaufen. Ja, aber du bist mir nicht entgegengekommen. Weder in Admin noch sonst wo. Du mir aber auch nicht. Ja, weil ich ein Specimen Room war. Okay, ich glaube, und gerade Download-Task hatte. Oder du bist einfach zum 20. Mal heute Imposter. Nee, nein. Ich fühle mich schon in der letzten Runde so mega schlecht. Ich habe keinen Bock mehr auf Imposter und ich bin auch keiner. Es ist so, ein Abend, der ist durchgehend Imposter. Ja, kann man heute einmal voten? Ich habe gerade zwei Votes verteilt. Wie geht denn das? Kann bitte wer streamen, zufälligerweise? Ja, super. Irgendwie fragt das. Schau auf Twitch, Spyro. Okay. Warte, nee, ich streame. Werbung machen. Einfach niemand anderen, das wäre geil. Boah, keiner fragt mehr. Irgendwie doof.
Ah, egal. Twitch Spyro, okay. Hier rein. Die erleben hier irgendwo die größten Abenteuer und ich fliege hier das ganze Zeug. So ein Scheiß. Die Katze wurde gekillidat. Und zwar bin ich gerade von Electrical aus runtergegangen und da lag sie daneben. In dem genau. Gang. Also jetzt meinst du jetzt links draußen oder noch in Electrical drinne Richtung O2? O2. Also Richtung O2. Also in dem Gang wahrscheinlich, ne? Und ich habe keinen gesehen. Okay. Spyrox, wo warst du? Rechts. Würdest du jetzt sagen, dass du jetzt rechts willst oder was? Nein. Wo denn? Rechts. Im Atemraum war ich gerade, ich bin gerade unten genau drinnen da. Okay, jetzt habe ich einen Blackout, was, welche Aufgabe das ist, aber genau in dem Raum bin ich gerade drinnen. Da gibt es 3 Aufgaben. Ja, ich bin auf der linken, die am weitesten links ist. Keine Ahnung. Kannst du beschreiben? Okay, gut. Nee, ich habe gerade keine Ahnung. Okay, Hotwell, aber ich weiß, dass du? Die Leiche nicht alt ist, also weil ich links bin. Okay, ich war in Communication, hab ein paar Sekunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie die Task funktioniert und dann bin ich in Boyle, also in den Raum mit den Wasserrädern gegangen, mit den Ventilen und hab die Ventile gemacht, dann kam der Report. Ich war in dem kleinen Raum unterhalb von Communication, wie heißt der? Diese zwei einzelstehenden Räume, ja genau. Du kannst doch einfach die Karte rechts aufrufen. Ja. Unter dem Zahnrad ist eine Karte. Ah, ja stimmt. Ja, im Buff. Ja, easy. Verdächtige? Also die Frage ist eher, ist irgendjemand safe? Ich habe nicht wirklich. Ich kann nichts sagen, weil wenn ich was sage, glaubt man mir nicht, weil ich in den letzten Runden zu oft Imposter war, deswegen halte ich meine Fresse. Dass ich es nicht bin und ich in Communication war, die Upload-Task machen. Okay. Nachdem ich im Specimen Rune die Download-Task hatte. Das ist wirklich nicht überzeugend. Aber die Sache ist halt, wir müssen nicht voten, weil wir nur eine Poster haben. Weil Hyperfluff hat ja gesagt, was er halt nicht machen müsste gerade eben. Ja. Also wenn wir einen Körper noch finden, ist es jetzt noch kein... Also wenn beim nächsten Toten müssen wir voten. Aber die hätte mich sowieso aufgeschmissen, deswegen habe ich geantwortet. Ja, aber trotzdem, du musst ja auch nicht, wenn jemand dich beschuldigt als Imposter und du noch drin bist, musst du ja trotzdem nicht ja sagen. Das hatten wir ja vorhin mit Lina auch schon. Oder mit Steven und Nia. Hey. The fuck? The fuck are you looking at? Boah, der. Jetzt mal hier hin und mach die Task. Warum eigentlich immer dieser Knopf? Der Knopf ist langweilig. Oh, Sterne gucken. Ich darf ein Raumschiff suchen. Ich habe ihn gefunden. Geil. Kontamination. Er ist tot. Ich bin felsenfest sicher, dass es Akira ist. Woher, warum? Ganz einfach, du standest vorhin in O2 unten an den Wänden, an den Rädern. Ja, ihr wart hier. Und du warst viel zu kurz dort. Ja, für diese Task brauchst du mindestens 4 bis 5 Sekunden. Ja, weil ich den scheiß Task vorher schon gemacht habe. Ich habe nur den Pfeil nach oben. Und warum rennst du dann dahin? Ja, easy. Ja, ich dachte, ich musste noch machen.
vor dem letzten Mal, als wir gerufen wurden. Man kann auch die Karte öffnen, dann sieht man es. Ja, aber ich habe ein Kurzzeitgedächtnis und ich bin dumm. Das ist das Problem. Aber deswegen guckt man auf die Karte. Ja, schon. Um zu sehen, ob da eine Task ist. Es war so ein... ich muss da noch Task, gehe ich hin. Sehe nichts. Oh, scheiße. Okay, ich muss weg. Auf jeden Fall müssen wir voten. Genau. Also gut, an sich müssen wir nicht voten, oder? Aber Hotword ist tot. Wo war er denn? Weiß ich nicht. Also ich habe ihn zuletzt im O2 gesehen. Er war nicht im Atemraum, weil ich war da schon wieder und bin direkt vor der Aufgabe wieder und bin wieder gegen der Call los, Digga. Ich kann kotzen. Da geht doch gleich, wenn wir den... Was ist? Du, ich und Hotword waren ja da unten, oder? Ja. Ich bin nur dort stehen geblieben, weil ich mich gewundert habe, warum du nach nicht immer 2 Sekunden wieder raus bist. Ja, und habe dann gesehen, wie bei, das ist nämlich der Grund, was Medi beim nächsten Mal unbedingt ausstellen muss. Und zwar dieses, wenn jemand die Task beendet, füllt sich die Leiste auf. Und das, Kai war es auf keinen Fall, weil er war in Communications mit mir. Ich war wieder die Upload-Task machen und als er dann... Als habe ich gesehen, ich war noch nicht fertig, die Leiste ging hoch und Kai, also Hotword, ging aus Kommunikation raus. So, willst du noch einen Tipp, damit du weißt, dass das wirklich ist? Die Leiste ist ungefähr 3-4 Sekunden alt. Ja, easy, Alter. Also du musst dir vorstellen, ich bin durch die Tür vom Atemraum durch, habe auf die Lifeline geguckt, war alle am Leben, ich bin runter diesen blauen Weg. Als dann der Atemraum sozusagen anfängt, habe ich nochmal rauf geguckt, er war tot. Ich bin Agamikus kann es sehen, ich habe direkt den Call gemacht. Ja. Also kann es nur Akira gewesen sein. Sei so, wie es ist. Aber nicht. Ich weiß so, ja, dass es nichts ist, sprich. Ja, easy, viel Glück, ihr beiden. Ja, wenn er es jetzt nicht ist, dann kann es entweder nur Agamikus oder du sein, Spyrox. Aber ich glaube eher, dass es Akira war. Ja. Ich sag's es doch! Mann, Akira, du hast mich voll confused. Ich stand rum, ich bringst du denn um, ey. Aber die Sache ist die hier. Die letzte Runde hat mich voll abgefuckt.